Verdammt! Sie sind es, nicht wahr? Ich hatte mit den Plänen des Lordregenten nichts zu tun. Bitte glauben Sie mir. Ich versuche nur, in dieser elenden Stadt zu überleben. Nehmen Sie sich alles. Bitte tun Sie das nicht. Befindet sich auf dem Dachboden. Tun Sie mir bitte nur nicht. Oh, gut zu wissen. Bitte. Oh, erstmal umgeschubst hier. Bitte nicht. Ups. Ja, das, eigentlich will ich sie ja nur bewusstlos haben. So, ein Hinweis. Waverly Boyles Tagebuch. Esma hat mehr als genug Alkohol für die Feier heute Abend reserviert. Das wundert mich nicht. Hätte sie nicht einen Drink in ihrer Hand, würde sie vermutlich das Gleichgewicht verlieren. Das kommt für mich nicht in Frage, besonders nicht in diesen schweren Zeiten. Ach, könnte ich doch nur ganz aus Dunwell entkommen. Denn ich habe eine schreckliche Ahnung, dass mir jemand nach dem Leben trachtet. Ja, das bin ich. Notiz für Waverly Boyle. Waverly, Liebes, hier sind die drei Kleider für die Feier. Es schmerzt mich, nicht kommen zu können, aber sie verstehen sicher, warum dem so ist. Ich weiß, sie werden in Schwarz hinreißend aussehen. Ich habe einen Generalschlüssel für den Dunwell Tower bereitgelegt. Wenn sie mich besuchen kommen, soll uns kein Hindernis aufhalten. Oh, geil. Okay. Juwelenkästchen, Schlafzimmerschlüssel. Alter, die schnarchen ja ohne Ende hier. Zack. Okay. Generalschlüssel des Dunwell Towers. Nice. Noch ein Bild klauen. Was soll denn die Scheißnummer? Fast, ja. Bam, bam. Alter, ja, ist ja gut. Jetzt netzen ihn ab. Alter, das ist wohl ein Witz hier. Ma, ma, ma. Bam, bam. Okay. Meine Fresse, noch mal so viel Stress hier immer. Oh, zerstückelte Leichen. Alter Schwede, ey, das ist aber auch immer hier. Alter, und wie viel Bolzen ich verschossen hab. Ich habe auf ihn blöder geschossen, aber egal. Ich finde dich schon noch. Auf den Dachboden muss ich, ne? Hatte die ja gesagt. Geil. Lydia Boyles Tagebuch. Ich freue mich auf die Feier heute Abend. Auch wenn dort so viele langweilige Männer über ihre missglückten Geschäfte reden werden. Was würde ich nicht dafür geben, in diesen schrecklichen
in dieser schrecklichen Stadt einen feinen jungen Musiker zu treffen. Jemanden, der beispielsweise das Cembalo, ich weiß nicht, schätzt und mir ein Lied dafür komponieren könnte. Schlüssel zum Tresor im Keller. Geil. Da will ich hin. Was ist denn dahinter? Nicht viel. Eine Schatztruhe noch. Mit einer dicken, fetten Flussperle drin. Und eine Taschenuhr auch noch. Alter Schwede. Ich will dieses verfickte Familienjuwel haben. Ich will die Kohle haben, die man dafür kriegt. Ich will Geld. Alter Schwede. Heilige Scheiße, okay. So, Keller, ich will weiter nach oben. Wo ist denn hier der Dachboden? Verflucht noch eins. Bam, Alter, wie ich hier alle abmetzel einfach nur. Mal wieder. Was haben wir denn dahinter? Oh, noch mehr. Alter, hier kann man richtig gut auch... Klo. Zigarettenschachtel, ja, warum nicht, ne? Würde ich mal sagen. Toilette, ne, sonst ist hier nichts. Nur ein Scheißhaus. So, ich muss aber immer noch wissen, wie ich nach oben komme. Ja, ja. Ist ja schon gut. Ich will auf den Dachboden. Oh, was ist das hier für eine Tür? Im Schlafzimmer bleibe ich erstmal noch. Ach. Genau, das war ja die Geschichte hier. Okay, ganz ehrlich, ich habe gerade keinen blassen Schimmer. Wie es hier auf den Dachboden geht. Vielleicht kann man da auch gar nicht hin. Deshalb take ich jetzt erstmal hier die Verrückte. Genau, die in Schwarz. Boot im Keller. Alter, wie die schnarcht, ey. So, ich glaube, jetzt habe ich den kompliziertesten Weg hier genommen. Ich könnte sie dann natürlich runterwerfen, aber das würde sie, denke ich mal, nicht überleben. Deswegen, es gab ja hier den anderen Weg, den ich jetzt wieder suchen muss. Wo war das denn noch gleich? Ach ja, genau hier. Das ist der dicke Tresor wohl. Den Schlüssel habe ich jetzt ja auch. Also würde ich mal sagen, der wird gleich erstmal ausgenommen hier. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschaum. Schön. So. Lecker, lecker, lecker. So. Du auch? Ruhe. Vollgefressen bin ich. Was haben wir da drin? Nur ein Brot. Alter. Platsch. Voll der fette Wackelpudding hier. So, dann wollen wir mal kurz sehen. Oder ich will noch mal kurz sehen. Wo war denn jetzt hier...
Ach genau, die habe ich da ja abgeladen. Erstmal will ich hier den Dings ausnehmen, ne? Holy Speisen und Gebräuche habe ich schon gelesen. Wo ist denn jetzt hier der Safe? Och, Mann. Konnte ich hier doch eben irgendwo noch sehen. Ah, nee, das war das Ding hier, ne? Scheiße, Mensch. Boot im Keller, also muss ich erstmal hier noch weiter runter. Mal solange sie nicht von den Ratten gefressen wird. Schalter erforderlich, Schalter benutzen. Stirbt, Ratten! So. Heilige Scheiße nochmal. Geile Sache. Ein paar Barren, kaiserliche Urne, Gesundheitselixier, ein paar Erze. Noch eine Rune. Nach Runen habe ich hier noch gar nicht gesucht, ne? War auch die einzige hier. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Schnell, an Bord mit ihr. Endlich. Oh, meine Geliebte. Eines Tages wirst du verstehen. Sie wissen. Alter, voll der Psychopath eigentlich. Eines Tages wird sie lernen, mich zu lieben. Hat sie ja ihr ganzes Leben lang. Oh, wie krank ist das denn, ey? Ja, okay. Da hätte ich sie vielleicht doch lieber umbringen sollen. Tja, kann man nicht wissen. Viel Spaß noch. Und so. Noch irgendwas? Außen Samuels Boot. In die Kanalisation gehen. Was bringt das denn jetzt, in die Kanalisation zu gehen? Machen wir das einfach mal, vielleicht hilft es ja. Ach Mann, ey. Und schon wieder eine halbe Stunde lang. Wie ich das immer vergesse. Ich unterbreche.